Hallo und herzlich willkommen bei unserer Reise durch die Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und jetzt beschäftigen wir uns mal damit, warum eigentlich Energieversorger pleite gehen können. Warum kann sowas eigentlich passieren? Wir haben grundsätzlich verschiedenste Beispiele dafür, dass bundesweit tätige, sehr oft sehr günstige Energieversorger nach einer gewissen Zeit pleite gegangen sind, also in die Insolvenz gegangen sind. Wir haben aber auch zwei Beispiele dafür, dass tatsächlich auch mal Stadtwerke, also öffentlich-rechtliche Energieversorgungsunternehmen, pleite gegangen sind. Und andere, lustigerweise, die Stadtwerke Gera, ich befinde mich ja gerade in Gera, wir sind ja in Gera, wir haben faktisch keine Stadtwerke mehr. Wir gehen dann vielleicht nochmal darauf ein, was daraus geworden ist. Und kurz nach den Stadtwerken Gera ist auch nochmal ein deutlich kleineres Stadtwerk in Sachsen-Anhalt, in der Nähe von Magdeburg, auch insolvent gegangen. Die hatten damals aber nur die Wärmeversorgung und den Bauhof und das wurde dann relativ schnell übernommen, sodass dort eigentlich auch keine großartigen Probleme gekommen sind. Aber auch dort ist es passiert, dass so ein öffentlich-rechtliches Unternehmen, was mit Energieversorgung betraut ist, in die Insolvenz gegangen ist. Wieso kann sowas eigentlich passieren? Damit möchten wir uns mal beschäftigen. An anderen Stellen haben wir uns ja schon damit beschäftigt, dass wir in der Energiewirtschaft Kraftwerke haben, wir haben Stromleitungen, wir haben dann Endkunden, die daran interessiert sind, zum Beispiel Ökostrom zu bekommen oder was auch immer. Und jetzt läuft das ja darauf hinaus, dass es dort immer mal so Veränderungen gibt und Schwankungen gibt und natürlich auch eine Digitalisierung und Energiewende dort einige Rahmenbedingungen verändert. Das ist also nicht unbedingt ein einfaches Spielfeld, sondern da ist viel Bewegung, da ist viel Veränderung und da muss man auch entsprechend aktiv sein und aktiv bleiben, um dort auch immer am Ball zu sein und sich geschäftlich weiterzuentwickeln und genau das anzubieten, was auch funktioniert. Also beschäftigen wir uns jetzt mal genauer mit der Wertschöpfung und wie die sich vor allem verändert, mit dem, wie Stromversorgung an sich überhaupt organisiert ist und was dort vielleicht auch Herausforderungen sind, die man nicht so schnell bedenkt. Und wir beschäftigen uns vor allem damit, was für Probleme typischerweise in dieser Wertschöpfung auch zustande kommen können, die eben doch einige Auswirkungen auch bis hin zur Insolvenz von Energieunternehmen haben können. Also was ist erstmal grundsätzlich zu betrachten im Bereich der Geschäftsmodelle der Energieversorger? Typischerweise macht man ja erstmal nichts anderes, als Strom zu versorgen und Wärme zu versorgen und vielleicht auch Wasser zu versorgen. Also Gas ist genauso gut als Wärmeversorgung zu verstehen. Man liefert also irgendein Gemeingut an Endkunden. Jetzt haben wir auch schon mal an anderer Stelle betrachtet, ich mache ja einfach nur den Lichtschalter an, das Licht geht an, ich drehe die Heizung auf, es wird warm. Der Strom kommt nun mal aus der Steckdose, die Heizung ist nun mal warm. Ich mache mir ja gar keine Gedanken darüber, was dahinter steckt und was für ein riesiger Aufwand infrastrukturell und auch personell dort dahinter steckt. Also muss man sich immer klar sein, der Endkunde schätzt dieses Produkt, was wir als Energieversorger vertreiben wollen, gar nicht so sehr. Das ist also kein einfaches Ding, wo man so sagen kann, hey, das ist dir viel wert, bezahl auch viel dafür. Sondern die Leute neigen dazu, den günstigsten Energieversorger sich zu suchen und genau den dann auch zu nehmen. Über die diversen Vergleichsportale wie Check24 und Verifox und Co. ist es auch relativ einfach heutzutage, mit ein, zwei Klicks sich den günstigsten Energiediscounter zu suchen und genau damit praktisch in diesen Preiskampf mit einzusteigen. Das hilft natürlich den großen Energieversorgern, den Ökostromversorgern und gerade den Stadtwerken nicht unbedingt, wenn der Preis immer so tendenziell nach unten gedrückt wird. Wir kommen später noch dazu, warum es überhaupt gar keine gute Idee ist, den Preis nach unten zu drücken im Bereich von Stromversorgung. Jetzt ist es aber gleichzeitig auch noch so, dass immer weniger Kunden tatsächlich ihren Strom überhaupt einkaufen, weil es gibt ja immer mehr Prosumer, es gibt immer mehr Menschen, die selbst ihren Strom produzieren über eine Photovoltaikanlage auf dem Dach oder über andere Wege und Mittel, ein kleines Blockheizkraftwerk, was gleich auch die Wärme mitmacht im Keller. Und gerade wenn es noch weiterhin darauf hinausläuft, dass mehr Elektromobilität wichtig wird und mehr Speicher auch ganz alltäglich werden, dann wird es auch keine große Überlegung mehr sein, sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu stellen. Dann braucht man weniger Strom aus dem Stromnetz, dann bezahlt man also auch weniger Strom im Energievertrieb. Und damit fällt das sowieso schon schwierige Geschäftsfeld mit viel Preiskampf dann eben auch direkt weiter weg.
Aber Wandel heißt ja nicht immer nur was Schlechtes. Wandel heißt auch, es gibt neue Chancen im erweiterten Vertrieb der Energieversorgung. Wenn ich klassischerweise Strom versorge, auch Gas und Wasser und Wärme versorge, dann kann ich doch aber auch die Infrastruktur da herum, die sich die Leute jetzt gerade selbst auf ihr Dach oder in den Keller stellen wollen, dann kann ich das doch denen verkaufen. Dann muss ich halt nicht mehr den Strom selbst verkaufen, sondern verkaufe ich denen die Stromanlage. Und zwar wirklich von der Planung über das Hinstellen, die Wartung, die Abrechnung, das Management. Es gibt ja auch dabei Bereiche, die man über Jahre hinweg abrechnen kann, immer wieder abrechnen kann. Und genau das sind so super Chancen, die sich hier eben gerade im Wandel der Geschäftsmodelle auch ergeben. Ich muss also als Energieversorger, als Stadtwerk, was ja typischerweise eine sehr konservative Branche ist, muss ich bereit sein, diese klassischen Energievertriebsbereiche ein bisschen aufzugeben und mich eben genau dort umzuschauen, wo ich noch Geld verdienen kann, nämlich bei genau diesen Leuten, die sich darum kümmern, was anderes aufzubauen, dass ich denen dort als der Dienstleister beiseite stehe und daran Geld verdiene. Das ist auch gar kein Problem, sowas gibt es ja. Und genauso gibt es Smart City Entwicklung, auch Smart Home Entwicklung, die gerade auch durch die intelligenten Messsysteme, also digitale intelligente Stromzähler, immer interessanter werden und greifbarer werden, dass man genau dort auch wieder andere Geschäftsmodelle aufbauen kann. Das ist ja alles nichts ganz Neues. Das ist die Versorgerseite, aber es geht ja noch mehr in der Energieversorgung. Es gibt zum Beispiel auch die Netzbetreiber, die Stromnetzbetreiber, und die stehen auch vor einer permanenten Herausforderung. Die müssen nämlich immer besser werden, die müssen immer effizienter werden, die müssen auch immer mehr Kosten einsparen im Rahmen der sogenannten Anreizregulierung. Das ist ein ganz eigenes Thema. Dazu kann man auf YouTube bei uns auch sich ein Video anschauen, was Anreizregulierung ist. Aber im Großen und Ganzen heißt das, sie werden von den Aufsichtsbehörden gezwungen, mehr Kosten einzusparen und damit also schlussendlich effizienter zu werden. Dieser Druck ist auch da. Der Messstellenbetreiber, der bisher gar keinen eigenen Markt hatte, der Messstellenbetreiber war bisher ja beim Netzbetreiber immer angeordnet. Jetzt entsteht da gerade ein richtiger eigener Markt im Rahmen des Smart Meter Rollouts. Auch genau dort entstehen Chancen, aber auch Gefahren. Wenn jetzt nämlich irgendwelche lustigen Dienstleister, irgendwelche Technologieunternehmen die Smart Meter einbauen, dann heißt das, dass diese Smart Meter nicht mehr von den Versorgungsunternehmen oder von den typischen Netzbetreibern betrieben werden, sondern von irgendwelchen Dritten. Und dann fällt natürlich auch hier wieder Wertschöpfung weg. Ich muss also versuchen, das selbst zu machen. Genau das sind also so Herausforderungen, so ganz typische Herausforderungen, die sich im Alltag der Energieunternehmen gerade befinden. Dort ist viel Wandel. Jetzt habe ich also Chancen in diesem Non-Commodity-Bereich. Ich vertreibe Photovoltaikanlagen, die verkaufe ich den Kunden selbst. Ich verkaufe den Speicher, ich verkaufe denen die Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität. Und dann kümmere ich mich um alles, was dort anfällt. Ja? Ich baue das ja nicht nur ein, ich warte denen das, ich rechne denen das ab. Ich kümmere mich darum, ich sage, hey, baue das Ding nur hin, betreibe das halt, aber ich kümmere mich darum, dass die Energiemengen ordentlich abgerechnet werden, dass die ordentlich gemanagt werden und dementsprechend hier alles ordentlich und sauber läuft. Du hast keine Last damit, ich kümmere mich darum. Dafür kriege ich auch ein bisschen Geld. So, an der Stelle kann ich also im Zweifel sogar noch mehr Geld verdienen als bisher in der Energieversorgung. Ich kann dir genauso gut, wie gesagt, diese Smart-Home-Infrastruktur verkaufen. Der intelligente Stromzähler, der kann als Steuereinheit, also das Smart-Meter-Gateway, kann als Steuereinheit für fernsteuerbare Heimanwendungen, für die Jalousie, die ich mir im Büro sitzend runterfahre zu Hause. Oder die Kaffeemaschine, die ich auf dem Nachhauseweg auf Knopfdruck anschalten lasse. Oder die intelligent angeschaltet wird, wenn mein Arbeitskalender sagt, dass ich jetzt in den Feierabend gehe. So. Solche Dinge kann man sich ja alles vorstellen. Ich verkaufe denen diese Infrastruktur, die Anwendung dahinter, die Plattform dahinter, weil sonst werden sie es halt von jemand anderem kaufen. Und das ist im Zweifel Google, das könnte Apple sein, das könnte Amazon sein, die ja alle schon im Smart-Home-Bereich heute zu Hause sind, mit der Amazon Alexa, mit dem Google Assistant, mit Siri von Apple und Co. Die sind da ja alle schon. Ich könnte als Stadtwerk das Ganze aber viel greifbarer machen mit Vertrauen. Die Leute vertrauen mir als Stadtwerk, ja. Während es klar ist, dass diese digitalen Konzerne immer so ein bisschen, zumindest fragwürdig, auch im Datenschutz unterwegs sind. Da kann ich als Stadtwerk meinen Vertrauensvorschuss nutzen und jetzt so richtig voranschreiten mit diesen Anwendungen. Auch da Einbau, Wartung, Abrechnung und Management, eine Plattform schaffen für Smart City Anwendungen zum Beispiel. Ich kann auch grundsätzlich Geld verdienen, indem ich in einen anderen Weg gehe, wie Einsparcontracting. Ja, ich sage, okay, du willst sowieso Geld, du willst Energieverbrauch einsparen. Das ist ja eigentlich für mich schlecht als Versorger.
hey komm, ich kümmere mich darum, dass du weniger verbrauchst, dafür verdiene ich aber an deinen Einsparungen. Du sparst meinetwegen 100.000 Euro ein als Industrieunternehmen, dann winde ich davon 90.000 ab. Dann hat sich das alles gar nichts gekostet und du sparst 10.000 Euro ein. Und ich kriege 90.000 Euro dafür, dass ich deine Technologien verbessere. So. Und auf diese Weise kann man sich eben auch schöne Partnerschaften ausdenken, die eben auch über Jahre hinweg eine gewisse Wertschöpfung sicherstellen können. Wie gesagt, der Erlös liegt dann eben genau an dem, was ich durch die Einsparung dem Kunden an Kosten sparen konnte. Smart City Anwendung haben wir gerade schon angedeutet. Das sind so Chancen, die sich ergeben, aber was ist eigentlich die Realität aktuell? Wie sieht so ein Stromverbrauch aus? Stromverbrauch schwankt über den Tag hinweg, ne? Also ganz klar, die Leute schlafen nachts, irgendwann stehen sie auf, diese Darstellung unterscheidet sich so ein bisschen nach Sommer, Winter, dann nach Werktagen und Wochenende. Nur dann an manchen Tagen bleibt man noch lange irgendwie zu Hause und zu Hause ist der Elektroherd an und vielleicht habe ich den Fernseher, deswegen viel Stromverbrauch. Dann irgendwann geht man vielleicht nochmal raus, aber dann im Winter, okay, abends auch nochmal viel Stromverbrauch. Das ist also ganz okay, ganz verständlich. Das ist so ein typisches Standard-Lastprofil, ein Standard-Tagesverlauf. Jetzt merken wir ja aber eins in den letzten Monaten und Jahren. Das verändert sich ja. Unser Verbrauchsverhalten verändert sich ja. Allein schon jetzt in den letzten Monaten im Rahmen der Corona-Pandemie hat man ja dazu geneigt, vielleicht auch mal einen Homeoffice-Tag zu machen. Vielleicht aber auch immer im Homeoffice zu sein. Oder, da wo das nicht passte, eventuell lief es ja auch auf Kurzarbeit hinaus. Dann war man plötzlich zu Hause, obwohl man normalerweise um die Zeiten gar nicht da ist. Da sind die Kinder auch gar nicht in der Schule, da sind die Kinder auch zu Hause. Das heißt, der Verbrauch ist tagsüber vielleicht gar nicht mehr abgesenkt. Sondern jetzt hat man vielleicht auch noch Elektromobile, das heißt, das Verbrauchsverhalten ändert sich grundsätzlich, weil man plötzlich noch was einspeichern muss, eventuell aber auch den Akku vom Elektromobil auch wiederum als Speicher verwenden kann, also auch von dort den Strom mal beziehen könnte. Dann hat man vielleicht auch noch in Zukunft immer öfter eine eigene Photovoltaikanlage und ist also diese Spitze auch abgekappt und das versorgt man gar nicht mehr an den Kunden. Das heißt, dieses typische Lastprofil, das ist ja gar nicht mehr so reell, das ist gar nicht mehr greifbar, das kann man fast schon vernachlässigen. Die Realität ändert sich ganz deutlich. Und dann bringt es eben auch nichts, dass man neben diesen Haushaltsverbrauchskurven, das auch für andere Branchen zum Beispiel hat, in diesem Beispiel, was bereits um 2 und 3 und 4 Uhr früh sehr, sehr, sehr viel Stromverbrauch ist stilisiert. Das könnte sowas sein, typischerweise, klar, wer dann tagsüber im weiteren Verlauf weniger verbraucht, das ist ein Bäcker. Ein Bäcker verbraucht früh um 2 und 3 schon viel, viel, viel Strom. Es verändert sich aber auch für den eben zum Beispiel die Realität, da muss sein Geschäftsmodell mal ändern. Vielleicht gibt es irgendeinen Discounter, die Kunden beliefern, da muss er vielleicht weniger Brot backen, dafür andere, keine Ahnung, Torten mehr, dann verschiebt sich vielleicht der Verkauf an anderen Stunden weiter nach hinten. Diese typische Realität, die über Jahre hinweg in der Energiewirtschaft genutzt wurde, diese Standardlastprofile, die verlieren immer mehr Relevanz. Weil die ja auch nichts anderes bedeuten, auch gerade nochmal bei den Haushaltskunden, dass das ja nur über den Daumen gepeilt funktioniert. Also die eine Familie verhält sich anders als die andere Familie. Und genau deswegen muss man dort echte Verbrauchsverhalten, echte Daten ranziehen und genau deswegen kommen die intelligenten Stromzähler. Dass man eben sagen kann, ich weiß ziemlich genau, wann mein Kunde wie viel verbraucht. Das verändert sich nun mal. Aber nicht nur das, also ich muss auch immer genau wissen, wo fließen welche Energiemengen und was machen die Kunden vielleicht noch anders. Wie gesagt, haben die eine eigene Erzeugungsanlage, haben die einen Speicher, haben die Elektromobile. Deren Verhalten ändert sich ja komplett. Sind die mal im Homeoffice, mal auf Arbeit? Das weiß ich ja vorher alles gar nicht. Das hat aber elementare Auswirkungen auf das Stromnetz und auf das, was aus dem Stromnetz gezogen werden muss. Dementsprechend muss ich hier ein bisschen in meinem gesamten Geschäftsumfeld, in meinem gesamten Geschäftsgebaren mich der Realität anpassen und ein bisschen flexibler werden. Aber nicht nur, dass ich dieses gesamte Verhalten meiner Kunden ändert und ich da ein bisschen flexibler werden muss, es gibt auch eine wirtschaftliche Realität darüber hinaus. Zum Beispiel den Strompreis. Und diese Grafik stellt mal dar, wie sich der Strompreis im Jahr 2019 an der Börse verändert hat. Das Blaue ist der sogenannte Intraday-Handel, also der Handel von Strommengen am gleichen Tag. Und das Rote, die Spitzen, die hier teilweise sind, das ist der Day-Ahead-Handel, also für der Handel von Strommengen von morgen. So, jetzt sehen wir hier teilweise ja krasse Ausschläge nach unten. Das sind dann negative Strompreise.
Das heißt, ich muss als Erzeugungsanlagenbetreiber, muss ich Geld dafür bezahlen, dass jemand meinen Strom abnimmt. Warum? Weil wir viel zu viel Strom haben. Weil wir viel zu viel Sonnenenergie und Windenergie zu diesen Zeitpunkten haben, brauchen wir die Kraftwerke nicht mehr. Die können aber gar nicht so schnell runtergefahren werden. Die sind gar nicht flexibel genug, also produzieren wir viel zu viel Strom. Strom ist dann nichts mehr wert, wegen Angebot und Nachfrage. Zu viel Angebot, zu wenig Nachfrage, Preis geht runter, Preis geht ins Negative und dementsprechend verliert man hier sogar aktiv Geld, wenn man Strom produziert. Das ist für ein Energieunternehmen, was selbst Anlagen und Kraftwerke betreibt, natürlich schrecklich. Gleichzeitig gibt es hier so Spitzen, die sehen wir hier vor allem. Das ist sogar Marktmanipulation, weil eben genau durch das Zurückhalten von Erzeugungskapazität, wenn ich sage, ich habe gar kein Kraftwerk. So. Ich habe es aber tatsächlich, aber ich habe es gar nicht angeboten. Dann ist hier augenscheinlich weniger Angebot da, als vielleicht gerade nachgefragt wird. Dann steigt auch plötzlich mal der Preis. Das ist aber immer seltener. Und das ist ja in dem Fall sogar aktive Manipulation gewesen. Die normalen Spitzen, die sind ganz selten und auch vergleichsweise wenig. Ja, und insoweit ist das Betreiben von Kraftwerken, das Betreiben von Erzeugungsanlagen auch immer weniger lukrativ, weil die Börsenpreise sind nicht mehr so gleichbleibend und so schön wie in der Vergangenheit, die sind sogar ganz oft richtig miserabel. Und dementsprechend nicht nur das Versorgungsverhalten meiner Kunden, sondern auch die wirtschaftliche Realität in der Erzeugung an der Börse werden immer schwieriger, schlechter und weniger greifbar und weniger kontrollierbar. Und das Ganze ist aber ein Trend und das Ganze lässt sich auch nicht aufhalten. Die Digitalisierung und die Energiewende, die schreiten voran und die spielen auch zueinander und ineinander. Die sind gemeinsam extrem aktiv und verändern unsere Realität. Nicht nur im Rahmen des Bach-Michelins, nicht nur im Rahmen von immer mehr Photovoltaikanlagen und ähnlichen auf den Dächern, sondern eben genau auch durch die Speicheranlagen, die zu Hause immer öfter zu finden sein werden, dadurch, dass sowas dann auch gemanagt werden muss, dadurch, dass sowas dann auch das Verbrauchsverhalten komplett ändert und dadurch, dass sowas dann auch für uns als Anlagenbetreiber, als Netzbetreiber, als Energieversorgungsunternehmen immer weniger kontrollierbar, immer weniger steuerbar, immer weniger vorausschaubar wird, sondern immer öfter auf echten Echtzeitdaten funktionieren und basieren muss. Ich brauche also immer mehr Sensorik, brauche immer mehr Smart Meter. Und dafür brauche ich dann aber auch eine Datenanalyse. Dafür brauche ich IT-Systeme, die damit umgehen können. Und genau dort liegt das große Problem. Ich muss mich der Realität anpassen. Und da kommen wir genau dorthin, wo diese Insolvenzen, dieses Pleitegehen von Energieunternehmen ganz greifbar wird. Die haben sich eben der Realität ganz selten angepasst. Nicht nur diese Digitalisierung, nicht nur dieser Wandel der Leute hat denen extreme Probleme bereitet, vor allem das hier. Vor allem der Strompreiswandel, vor allem dieses extremen Schwankungen haben den meisten Energieunternehmen richtig große Probleme bereitet. Der typische Energiediscounter, der also sagt, ich bin der günstigste Anbieter, der verlässt sich darauf, dass die Strompreise so unfassbar niedrig sind. Weil dann können die als Versorger natürlich die Strommengen ganz, ganz günstig einkaufen. Dann haben die wenig Einkaufskosten, teilweise sogar negative Kosten. Das heißt, die kriegen sogar Geld dafür, dass sie diesen Strom abnehmen. Das ist natürlich super lukrativ. So, jetzt rechne ich damit, dass die immer wieder solche Zeitpunkte haben und hier sehr, sehr günstig Strom einkaufen können. Was ist dann aber plötzlich, wenn der Strompreis doch mal ein bisschen steigt? Und plötzlich kann man als Discounter den Strom nicht mehr günstig einkaufen, sondern muss ihn dann mal plötzlich teuer einkaufen, verkauft ihn aber ganz günstig an seine Endkunden weiter, weil man ist ja der günstigste Anbieter im Stromvergleichsportal und schon lohnt sich es nicht mehr. Schon ist es ein Negativgeschäft. Ich kriege den Strom nicht mehr so günstig an der Börse, weil er eben schwankt. Ich muss ihn aber garantiert günstig weiterverkaufen. Das ist dann oft genug für diese krassen Discounter ein Minusgeschäft. Die haben einfach aktiv Geld verloren, wenn sie Kunden versorgt haben. Und wenn man ein Energieversorger ist und man verliert Geld beim Energieversorgen, dann ist es klar, dass dieses Geschäft nicht lange gut funktioniert. Und genau auf diese Weise sind die meisten Discounter, die man dafür kennt, eben genauso insolvent gegangen. Die haben sich wegen der Börsenstrompreisveränderung nicht mehr halten können. Und auch darauf basiert schlussendlich die Insolvenz der Stadtwerke Gera. Die Stadtwerke Gera haben nämlich zwei große Kraftwerke betrieben, in denen also auch Strom produziert wurde, der auch, also auch verkauft wurde.
Nun ist aber der Strompreis dabei immer mal extrem gesunken, immer sehr niedrig gewesen. Und diese Kraftwerke haben es einfach nicht mehr gerechnet. Diese Kraftwerke haben nicht mehr genügend Einnahmen erzielt, um den Nahverkehr quer zu finanzieren. Und auf diese Weise war es denen dann schlussendlich nicht mehr möglich, das Geschäft einfach aufrechtzuerhalten. Weil man zugegebenermaßen auch einige sehr schlechte Verträge mit noch Konzernen hatte, verschiedene Verpflichtungen hatte, wo die Stadt sehr, sehr schlecht dastand. Es wurden also auch viele Fehler dort begangen. Und auf genau diese Weise hat man hier wirklich sehr, sehr, sehr viel Geld verloren. Und auf genau diese Weise sind eben auch die Stadt Gera insolvent gegangen. Darauf kann man das Ganze hinauslaufen lassen. Der Strompreis ist also maximal im Wandel, das Verhalten der Leute ist maximal im Wandel. Und genau so wird das Leben als Energieversorger immer schwieriger. Und man muss sich wirklich regelmäßig darauf anpassen, was man hier noch im Alltag vielleicht reißen kann und welche neuen Geschäftsmodelle greifbarer werden.